Hallo und ein freundliches Willkommen hier heute von der Gneisenaustraße mitten in Berlin-Kreuzberg. Auch hier wird natürlich gewählt und auch hier gibt es natürlich Kandidaten für das Abgeordnetenhaus. Heute bei mir Turgut Altug, oder ist das richtig ausgesprochen? Altug, ja. Altug, ausgesprochen. Hallo. Ja. Schön, dass wir uns hier treffen. Ja, Sie haben gerade, da gucken wir nachher gleich noch hin, das sehen wir dann noch im Bild, gerade Ihren Wahlstand hier. Wie sind denn so die Reaktionen der Kreuzberger hier? Das ist ja hier eigentlich so ein grünes Stammland, kann man so sagen, ne? Hallo und einen schönen guten Tag. Die Reaktionen sind unterschiedlich. Ich mache Wahlkampfstände an vielen unterschiedlichen Orten in meinem Wahlkreis. Das sind 16, 17 Standorte. Und das Gute ist, oder was ich für richtig erachte, ist nicht, dass man von Wahl zu Wählerinnen und Wählern hingeht, sondern regelmäßig. Und das mache ich tatsächlich einmal im Monat mit meinem Infostand, heißt Lastenrad, bin ich an unterschiedlichen Standorten in meinem Wahlkreis. Wegen der Pandemie hat sich das etwas geändert. Wir sind hier, ja, könnte man sagen, im Stammland von Grünen. Aber das heißt nicht, dass man nicht um jede Stimme kämpfen soll. Und wir tun das, dass wir um jede Stimme hier kämpfen. Ja, Stammland ist ja eigentlich Ströbeleland hier, kann man so sagen. Ne? Also lange hier aktiv gewesen im Bundestag, vorher im Abgeordnetenhaus. Auf Ihren Plakaten habe ich unter anderem gelesen, Wahlrecht für alle. Was meinen Sie mit alle? Das ist sehr einfach zu beantworten. Es sind Menschen, die seit vielen Jahren hier leben, arbeiten, Steuern zahlen, aber nicht mitwählen dürfen, und es ist nicht weniger. Es sind ca. 500.000 Menschen in Berlin. Ich meine, wenn Sie bedenken, dass wir in Berlin 3,7, 3,8 Millionen Menschen haben und ein ziemlich großer Anteil von dem nicht wählen darf, das ist nicht gut für unsere Demokratie, und deshalb fordere mir Wahlrecht für alle. Und das stand und steht in jedem Wahlprogramm von uns. Dafür brauchen wir zwei Drittel der Mehrheit im Parlament, im Bundestag. Die haben wir leider nicht, aber darum kämpfen wir. Nun ist es doch aber den Menschen, die hier, wie Sie sagen, richtigerweise, die hier seit vielen Jahren, teilweise seit Jahrzehnten leben und arbeiten, unbenommen, sich eine deutsche Staatsbürgerschaft anzuschaffen oder die zu beantragen, dann dürfen sie auch wählen. Ja, wenn es so einfach wäre, würde ich sagen, ja, das ist aber nicht so einfach. Sie müssen eine Arbeit nachweisen, Sie müssen noch viele andere so Bedingungen erfüllen. Aber Sie haben gerade gesagt, Sie arbeiten hier und zahlen hier Steuern. Also wenn, dann haben Sie ja Arbeit. Weil Sie gesagt haben, dass man deutsche Staatsbürgerschaft beantragen kann. Ja, das heißt, nicht alle, nicht jeder und jede kann deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, weil bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen, und die sind nicht einfach. Ja, wenn jemand, die erste Generation zum Beispiel, seit 60 Jahren hier lebend, sprechen manche leider kaum Deutsch, und warum soll er eine Deutschprüfung machen, um nachzuweisen, dass sie Deutsch kann? Ich finde es schade, dass sie nicht Deutsch gelernt haben, aber das kann man auch nicht sich einfach machen und sagen, alle können sich einbürgern. Und zumal kommt dazu, dass die doppelte Staatsbürgerschaft verwehrt ist für Menschen aus bestimmten Ländern, wie zum Beispiel aus der Türkei. Wenn ich ein Spanier bin oder Italiener oder Schwede, dann kann ich eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Aber wenn jemand aus der Türkei kommt, ist nicht der Fall. Und die Mehrheit von Migrantinnen und Migranten, die in Kreuzberg in meinem Wahlkreis leben, sind türkeistämmig. Und das ist für sie ein Problem, finde ich. Und das muss geändert werden. Es kommt noch dazu, wir haben einen Mietenvolksentscheid am 26. September. Und nicht mal daran dürfen diese Menschen teilnehmen, auch nicht EU-Bürger und Bürger. Und auch viele andere, die als Mieter hier ihren Lebenspunkt in Berlin haben. Na gut, so ist es nun aber so auf der ganzen Welt. Also wenn ich jetzt in der Türkei lebe als Deutscher und nur einen deutschen Pass habe, darf ich da auch nicht mitwählen. Und das kann ich jetzt durch 200 Länder weltweit durchdeklinieren. Es ist überall so. Das stimmt nicht. Ich habe in Bolivien gelebt. Nach 2 Jahren hätte ich dort wählen können. In Chile zum Beispiel dürfen Sie nach 5 Jahren wählen. Und es gibt auch andere Länder, wo man tatsächlich wählen kann. In Skandinavien können Sie auf der kommunalen Ebene wählen. Natürlich müssen Sie eine bestimmte Zeit in dem Land leben und. Gut, auf der Kommunalebene mag das ja vielleicht noch sein, aber Bundestag zum Beispiel, also, und wenigstens die Sprache sollte man dann doch können, weil ich muss ja wenigstens wissen, was ich da eigentlich wähle. Ne? Ja, nichts dagegen. Natürlich müssen die Menschen, die hier leben, die Sprache können, die Landessprache, unsere Sprache können. Weil ich meine, ich habe ja die erste Generation als Beispiel gegeben. Ja. Ja, damals hat man denen die Möglichkeit gegeben, hierher zu kommen, hier ein neues Leben aufzubauen. Und das haben sie dankend
angenommen und dann haben sie unser Land mit aufgebaut. Ja. Und was soll ich von einem 75-Jährigen erwarten, dass er unbedingt Deutsche diese Prüfung schafft? Ich meine nicht, dass er gar kein Deutsch kann, sondern man muss die schriftliche Prüfung schaffen, bestimmte Anzahl von Fragen beantworten und das ist ja für Bildungsbürgertum, wie gesagt, wünsche mir, dass es so wäre, aber ist nicht der Fall und deshalb müssen wir bei bestimmten Personengruppen ja Ausnahmen machen oder es anders regeln, statt sie auszuschließen. Ja, Sie sagten, Sie sind sehr viel unterwegs im Bezirk. Was sind denn so aus Ihrer Sicht die Probleme im Bezirk, die noch angepackt werden müssen? Eines der größten Probleme sind die steigenden Mieten, Gentrifizierung. Ist nicht nur in Kreuzberg, sondern in ganz Berlin. Das hat seine Ursprünge leider in den Nullerjahren, muss man dazu sagen. Dass damalige Regierungen, Rot-Rot zwischen 2001 und 2011, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften, unter anderem GSW, privatisiert hat. GSW hatte damals 65.000 Wohnungen und im Durchschnitt hat man pro Wohnung 8.000 Euro bekommen. Mhm. Und die meisten dieser Wohnungen gehören heutzutage Deutsche Wohnen. Und es kann nicht sein, dass das Land Berlin auf dem Markt wenige Mietwohnungen in der Hand hat und zum größten Teil dieser Mietwohnungen in der privaten Hand sind. Zumal kommen noch dazu, was heißt private Hand? Es sind internationale Firmen, auch Briefkastenfirmen leider, von denen wir nicht wissen, wo sie Steuern zahlen und überhaupt wo sie sitzen. Darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass man alle Vermieterinnen und Vermieter in einen Topf wirft und dann sagt, dass alle ihre Mieten steigern. Nee, das ist nicht der Fall, sondern da ist dann so ein Spielball geworden, der Mietmarkt hier in Berlin, der internationalen Konzerne, Finanzkonzerne, und das muss man stoppen. Dafür bräuchten wir einen Mietendeckel, der leider vor dem Gericht keinen gekippt, Stand hatte, ja. gekippt wurde. Aber wir streben weiterhin an, dass wir auf der Bundesebene, zumindest in den Städten, wo der Mietmarkt angespannt ist, Mietendeckel eingeführt wird. Nun ist das ja sicherlich ein Punkt. Also es gibt ja, Sie haben es angesprochen, den Volksentscheid Deutsche Wohnen etc. enteignen. Das würde dann bedeuten, dass Berlin sehr viel Geld zahlen muss für Wohnungen und das Geld dann fehlt für Wohnungsneubau. Andererseits ist es ja doch so, dass die meisten Wohnungen in Berlin nicht großen Wohnungsbaugesellschaften gehören, sondern privaten kleinen Anlegern, die vielleicht mal ein Haus haben oder zwei Wohnungen haben oder so etwas. Also die sind gar nicht betroffen, also die werden damit gar nicht erfasst. Ja, die grüne Positionierung dazu ist klar, dass diese Anzahl 3.000 finden wir ja nicht richtig. Ja, wie Sie gesagt haben, es gibt auch kleinere Vermieter, die ihre Mieter versuchen rauszuekeln und alles Mögliche tun. Und dagegen müsste man auch vorgehen und deshalb sind wir mit dieser Anzahl nicht unbedingt einverstanden. Aber wir werden am 26.09. mit Ja stimmen. Und dann müsste der nächste Senat sich mit den Initiatoren zusammensetzen, natürlich auch mit weiteren, um so eine Lösung zu finden, damit die Mieten in dieser Stadt nicht weiter exorbitant steigen. Mhm. Ein anderes Thema ist natürlich gerade in Kreuzberg auch, wenn man hier durchfährt. Gut, Sie sind mit dem Lastenfahrrad unterwegs, da kommen Sie vielleicht noch ein bisschen besser durch. Aber man steht hier sehr viel im Stau. Verkehr ist ein Problem. Andererseits hat man auch so ein bisschen den Eindruck, als würden die Grünen so einen Kulturkampf gegen das Auto führen. Also wenn ich an den grünen Stadtrat hier denke, der Steine in der Bergmannstraße, der einst hinräumen lassen hat, nur um die Autofahrer zu ärgern. Inzwischen sind sie wieder weg. Ist da so ein bisschen so eine Art Kampf? Ich würde es nicht so sehen. Es geht nicht darum, dass wir gegen die Autos sein. Das stimmt nicht. Die grüne Verkehrspolitik, wenn man so verkürzt sagen sollte, besteht darin, dass wir ÖPNV stärken, dass wir die individuelle Nutzung von Autos so viel wie möglich unnötig machen. Darum geht es ja. Ja, es ist Quatsch, wenn man sagt, dass die grünen Autos abschaffen werden. Das ist völliger Schwachsinn. Es gibt Menschen, die auf ein Auto angewiesen sind. Und dabei bleibt es auch. Natürlich wollen wir die Verbrennungsmotoren durch Elektromotoren ändern, aber es bringt nichts, wenn alle Elektromotoren haben und dann im Stau stehen. Deshalb geht es darum, dass man Alternativen schafft und dass die Menschen sagen, ich kann auf ein Auto verzichten. Darum geht's. Was ja hier im Kiez ganz gut geht in Kreuzberg, das ist ja ganz gut möglich. Ja, ich meine, das. Also auch mit Alternativen wie Uber oder eben die Carsharing-Angebote oder diese Roller oder sonst was oder mit dem Fahrrad. Ja. Naja, wie gesagt, ÖPNV und noch weitere Mobilitätsmöglichkeiten müssen entwickelt werden und da muss man mehr da rein investieren. Das haben wir getan in den letzten 5 Jahren. Tatsächlich haben wir Milliarden in die Hand genommen, um neue U-Bahnwagen, aber auch S-Bahnwagen und dergleichen anzukaufen und.
Das heißt, es geht nicht um einen Kulturkampf, das wäre, finde ich, ich sage es nochmal, schwachsinnig. Es geht darum, dass wir den Menschen zeigen, aufgrund des Klimawandels vor allem, ja, dass wir anders leben sollten. Aber heißt es das nicht, dass man das durch Verbote durchsetzt, sondern dass man die Menschen mitnimmt und zeigt, dass es Alternativen gibt. Zumal kommen noch dazu, in Berlin, wir nicht mal so 50% der Haushalte haben ein Auto. Hm. In Kreuzberg haben wir 30-40%, die ein Auto haben. Die Haushalte, die Auto haben, 1-2, die sind auch nicht einkommensschwach. Die sind meist so gut, so einkommensstarke Menschen. Deshalb kann man auch nicht, so, weil es uns vorgeworfen wird, dass der kleine Mann, was soll er machen, wenn er kein Auto hätte und so weiter. Noch einmal, Blödsinn, das ist nicht der Fall. Na gut, ich sage ja, hier in Kreuzberg geht es ganz gut ohne Auto, aber wenn man dann an den Stadtrat geht oder sonst wie, oder je nachdem, wie man oder wo man arbeitet, ist es dann oft notwendig. Ja, ich sag's ja. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir Autos abschaffen werden, sondern wir arbeiten dran, dass Auto nicht nötig wird. Dass die Menschen sagen können, okay, ich brauche das Auto nicht oder ich kann ein Auto mieten, Carsharing und dergleichen. Das gilt nicht nur für Innenstadt, sondern auch Außenbezirke. Und wenn wir so Tram weiter ausbauen, S-Bahn und U-Bahn, kostet ja mehr, da muss man schauen. Genau, dazu gab es auch Studien, meine Machbarkeitsstudien. In dieser Hinsicht geht es nicht darum, dass man mit Schubladen im Kopf an die Problematik reingeht, nein, sondern offen. Und offen für beides. Offen, ja, wie gesagt, für mich gibt es nicht entweder oder. Also immer Alternativen suchen. Richtig. Ja, wir sitzen hier ja ziemlich im Grünen und Kreuzberg generell, also wenn man so rund guckt, klar, es gibt natürlich enge Straßen, aber es gibt schon sehr viel Grün. Da drüben hängt ein Plakat Ihrer Spitzenkandidatin, Berlin zur grünen Hauptstadt machen. Kann es noch grüner werden? Ja, natürlich, muss auch noch grüner werden, weil wir ja bekanntlich unter den Folgen des Klimawandels leiden. Wer heutzutage ignoriert, dass die Flutkatastrophe und dergleichen Waldbrände in Südeuropa, aber auch im Nahen Osten mit dem Klimawandel nichts zu tun haben würden. Ups! Nichts zu tun haben würden, würde ich sagen, schauen Sie bitte genau hin. Das sagen nicht nur ein, zwei, sondern weltweit viele Wissenschaftler und Wissenschaftler, dass wir mit dem Klimawandel zu tun haben und uns, unsere Städte, daran anpassen müssen. Und dabei spielt das Stadtgrün eine sehr wichtige Rolle, dass wir so viel wie möglich entsiegeln müssen, damit Regenwasser durchsickern kann. Wir müssen mehr begrünen. Wir müssen gegen diese sogenannte Sauneffekt Hitzeinseln in der Stadt entgegenwirken. Und noch weitere Maßnahmen müssen wir ergreifen, damit die Stadt, unsere Stadt in Berlin, aber auch berlinweit, europaweit, die Städte ja keine Hitzeinseln in den Städten entstehen. Sie haben bestimmt mitbekommen, dass die Anzahl von Toten durch Hitzewelle auch in den letzten Jahren gestiegen ist. Und das gilt auch für Berlin, auch für andere Großstädte. Ja, Sie haben es angesprochen. Also beziehungsweise ich hatte die Tage schon mal mit einer Kollegin von Ihnen, mit einer Parteikollegin von Ihnen gesprochen und gesagt, wenn man Berlin sieht, es ist ja schon sehr grün. Ne? Also was wollen Sie noch machen? Noch mehr Pflanzen? Oder na gut, hier könnte es mal ein bisschen ordentlicher machen. Aber ansonsten ist es ja grün hier. Naja, wir müssen das Stadtgrün, das wir haben, erhalten. Besser pflegen. Zum Beispiel Straßenbäume müssen wir mehr anpflanzen. Das haben wir auch getan in den letzten 5 Jahren. 10.000 Straßenbäume haben wir nachgepflanzt. Aber das reicht nicht. Wir sind weiterhin im Minus. Das hat auch unter anderem mit dem Orkan im Oktober 2017 zu tun. Damals haben wir ca. 7.000 Straßenbäume verloren. Und für den Bestand gab es auch wenig Geld. Pro Baum, Straßenbaum gab es 47 Euro. Bis zu unserer Regierungszeit, jetzt gibt es 82 Euro. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man neu Grün schafft in der Stadt, sondern auch das bestehende Grün besser pflegt und auch dem Klimawandel anpassend organisiert. Also vielleicht auch andere Bäume pflanzen? Oder? Ja, das wird auch kommen. Ich meine, wir müssen ja auch klimaresiliente Baumarten anpflanzen. Das zeigen die Studien, dass die Temperaturen in Berlin, aber auch deutschlandweit, vor allem im Ostteil von Deutschland, deutlich mehr steigen werden. Und da muss sich auch das Stadtgrün daran anpassen. Und wir als Menschen müssen sie anders pflegen, wie gesagt, und auch mit anderen Arten arbeiten, die manche Pflanzenarten, die hier als
invasiv gelten, werden mit der Zeit Teil dieser Naturstadt-Natur. Hier ist ziemlich viel Verkehr heute, wir merken es, aber es war jetzt ein paar Wochen oder fast anderthalb Jahre. Zwischendurch war ja richtig Ruhe, also Corona. Die Restaurants waren zu, die Geschäfte waren zu. Viele in Kreuzberg leiden drunter. Merken Sie da was, dass da möglicherweise eine Pleitewelle anrollt? Die Frage kann ich mit Nein beantworten. Das merke ich nicht. Was heißt, das merke ich nicht? Das sieht das man nicht. Und das ist nicht der Fall. Und zurück zu Stadtgründen und Corona. Ja. Ich meine, in der Corona-Krise haben wir deutlich feststellen können, wie wichtig das Stadtgrün ist. Ich meine, Parks, Grünanlagen und dergleichen für die Menschen, wie in viele in Kreuzberg, die keinen Garten haben oder Dacia im Umland. Für sie war einziger Ort, um zum rauszugehen, Parks und Grünanlagen. Da waren auch Restaurants, Cafés und so weiter zu. In dieser Hinsicht ist es wichtig, dass man sich auch pandemieresistent die Stadt gestaltet und Stadtgrün gestaltet. Und was die Gastronomen betrifft, aber nicht nur das, sondern Corona-Hilfen, sogenannte Corona-Hilfen, bin ich sehr glücklich darüber, dass wir in der Regierung tatsächlich einige Milliarden Euro in die Hand genommen haben und in der ersten Woche einige hundert Millionen Euro für solche Selbstständige zur Verfügung gestellt haben. Wir wurden kritisiert, dass es ziemlich schnell ging, unbürokratisch war und Betrug gab und so weiter und so fort. Aber das waren ja zum Glück ganz, ganz wenige Fälle. Mhm. Und deshalb haben wir vielen, der Mehrheit, den solchen Selbstständigen, aber Kleinunternehmen, aber auch Gastronomen auf der Berliner Ebene gut helfen können. Und in der Zukunft müssen wir natürlich uns anders, unser Leben, unsere Wirtschaften auch anders gestalten, so man das auch, wenn es eine Pandemie kommt, nicht überrascht ist als Gesellschaft. Inwiefern anders gestalten? Was meinen Sie? Also was sollte man tun? Naja, Sie erinnern sich bestimmt in der ersten Zeit der Pandemie, dass es keine Masken gab, dass man nicht mal Desinfektionsmittel hatte und. Das hat mich als Mensch, Bürger dieses Landes, sehr geärgert, dass wir zwar jede Menge Waffen produzieren und exportieren weltweit, aber keine Schutzkleidung hatten, keine Desinfektionsmittel oder keine Masken und dergleichen. Das kann nicht sich, das darf sich nicht wiederholen. Mhm. Es ging ja auch um die Anschaffung von Medikamenten und dergleichen. Gut, inzwischen ist es da, inzwischen gibt es genug Masken und sogar zu viele Impfungen, weil die Menschen wollen sich gar nicht impfen lassen. Haben Sie da eine Erklärung für? Oder einige nicht? Naja, es gibt unterschiedliche Beweggründe, warum Menschen sich nicht impfen. Ist nicht mein Bereich Gesundheitspolitik, aber ich möchte auch an dieser Stelle auch alle dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Ich finde es, man könnte auch von so unsere Situation, was das betrifft, Impfstoff betrifft, von Luxus reden. Milliarden von Menschen auf dieser Erde haben keinen Impfstoff, keinen Zugang zu Impfstoff. Und wir haben hier Impfstoff und wollen uns nicht impfen. Ich sage, jeder und jeder soll das selber entscheiden. Aber es ist wichtig, dass sich damit zu beschäftigen und sich impfen zu lassen. Weil es nicht nur um mich geht, sondern um meine Kontakte, um meine Umgebung. Und deshalb finde ich wichtig, dass die Senatsverwaltung eine Kampagne diesbezüglich macht. Im nächsten Abgeordnetenhaus, was ist sozusagen, wo sagen Sie, wenn Sie dann drin sind, was ist, wollen Sie als erstes wirklich anpacken? Also von all dem, was Sie schon angesprochen haben, aber was sagen Sie, ist Ihr wichtigstes Ziel? Eins meiner wichtigsten Ziele wären, dass wir in Berlin sogenannte Lebensmittelpunkte in jedem Bezirk errichten. Was heißt das? Das heißt, dass wir jede Person in unserer Stadt ermöglichen, dass sie sich gesund ernähren kann, mit Brandenburg besser Zusammenarbeit und dann gesunde Lebensmittel muss für jeden und jede leistbar sein. Das finde ich ein wichtiges Ziel von mir. Und das können wir natürlich auch auf der Bundesebene, müssen wir die Subventionen anders gestalten. Wie stelle ich mir das vor? Lebensmittelpunkte? Ich hatte jetzt als erstes an Marktplätze gedacht, oder wo man sich trifft oder so. Aber Sie meinen wirklich Ernährung, ja? Ja, es geht um Ernährung, es geht um Zusammenkommen. Es geht darum, dass der Kids zusammenkommt, wo Kitas, Schulen, aber auch andere Einrichtungen zusammenkochen und dass man den Kindern beibringt, dass Tomaten nicht aus dem Supermarkt kommen, sondern oder aus dem Kühlschrank, und sondern dass Kühe nicht lila sondern, sind. Ja, dafür die Menschen arbeiten und dafür auch klimaschädliche Gasen emittiert werden und dergleichen. Das ist für mich ein wichtiges Thema. Wir haben den ersten wichtigen Schritt getan. Wir haben eine Ernährungsstrategie entwickelt, das ist bundesweit einmalig. Mhm. Wir haben eine Kantine Zukunft Berlin, eine Institution errichtet und diese ist dabei jetzt viele Großbetriebe
wie Wasserbetriebe, aber auch BSR und dergleichen, die Kantinen umzugestalten in Richtung so mehr vegan, vegetarisch, regional, saisonal, aber auch Fleisch. Ich meine, ich finde es ist nicht sachdienlich, wenn man sagt, ja, Fleisch darf, muss nicht gegessen werden in Kantinen, nee, das finde ich nicht. Aber in Maßen alles, ja, das wäre zum Beispiel eines der Projekte, das ich weiterführen und verstetigen und ausbauen möchte. Zweites wichtiges Thema wäre natürlich ja, Stadtgrün ausbauen, haben wir darüber geredet, und Naturschutz weiterhin schützen. Und noch ein wichtiges Thema wäre natürlich, dass die Mieten, die steigenden Mieten, ja, gestoppt werden. Das wäre auch für mich wichtig. Wirtschaft ist ja in Kreuzberg, das sind viele kleine Firmen, aber wirklich, also sag mal, Industrie ist ja hier nicht ansiedelbar, oder? Naja, ich kam erst nach der Wende nach Deutschland, nach Berlin. Und in manchen Straßen konnte man so Kaffeegeruch wahrnehmen in der Zeit, als ich neu hier war. So kleine Röstereien oder so. Ja, es gab auch Fabriken, soweit ich informiert bin, und auch Tabakindustrie und dergleichen. Das alles hat sich geändert. Aber Berlin hat ja neue Potenziale in dieses oder neue Wirtschaftszweige entwickelt in diesen letzten 30 Jahren. Ja, wir reden von unterschiedlichen Startups in unterschiedlichen Bereichen. Ich meine jetzt nicht die Firma Gorillas, ist für mich kein gutes Beispiel, sondern andere Startups auch im Lebensmittelbereich oder im Mobilitätsbereich und aber auch Gesundheitswissenschaft und dergleichen. Da entwickelt sich schon einiges also in Berlin. Also eher so in der Nische? Eher so in der Nische, so kleinere Firmen? Nein, ich würde sagen, nein. Es gibt in Berlin mittlerweile Firmen, die weltweit agieren und Konkurrent sind. Und ja, und das fördern wir auch auf der Berliner Ebene. Nochmal, Wirtschaft ist nicht mein Bereich, aber natürlich habe ich mit Kleinunternehmerinnen und Unternehmern in meinem Wahlkreis zu tun. Sie sind ja trotzdem im Gespräch mit denen. Natürlich bin ich im Gespräch mit denen, und sie freuen sich, dass wir, wie ich vorhin gesagt habe, durch Corona-Hilfen sie unterstützen konnten und dass sie diese Zeit etwas, ja, könnte man sagen, entspannter überbrücken konnten, meine ich, was die Einnahmen betrifft, beziehungsweise was ihr Betrieb angeht. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, und Sie kriegen natürlich auch die letzte Frage, die ich immer allen stelle. Sie stellen sich irgendeinen Politiker in der Welt vor oder eine Persönlichkeit Deutschland in der Welt. Mit wem wollen Sie ein Bier, ein Wein, einen Tee trinken gehen? Ich wäre gern mit Herrn Brandt, Willy Brandt. Ja, das geht ja nun nicht mehr. So, von Lebenden würde ich mit Barack Obama mal Bier trinken gehen. Okay. Um ihn zu fragen, warum er bestimmte Sachen doch nicht durchsetzen konnte. Ja. Danke Ihnen, und danke Ihnen, dass Sie wieder dabei waren. Tschüss, mach's gut.